Dinge in meinem Hotelzimmer, die einfach Sinn ergeben. Quarantine in Korea Edition. Zuerst haben wir diese Tür, die sich nur mit einem Code öffnen lässt. Dann haben wir diese Garderobe, die auch als Chillfläche dient. Hallo? Bisschen hart. Diese Arbeitsfläche, ich fühle mich schon sehr produktiv. Ein spontanes Meeting mit BTS? Na klar. Dieser kleine Kühlschrank, oh, hallo. Dieser große Fernseher, den ich eher als Spiegel für meine Tanzchoreos benutze. Diese Duftstäbchen, es riecht hier himmlisch. Diese zwei King-Size-Betten, damit ich auch die Auswahl habe. Bock auf einen Powernap? Oder vielleicht ganz entspannt ein Buch lesen? Diese unglaublich leichte Schiebetür. Die bewegt sich auch irgendwie so elegant. Huch! Und sie ist sogar multifunktional. Kommen wir doch in die Entspannungsoase. Diese getrennte Toilette. Ich denke, jeder braucht hier seine Ruhe. Na, was haben wir denn da? Eine abgetrennte Dusche. Auch hier brauche ich die Entspannungsoase für mich ganz allein. Hey, alles gut da drüben? Na klar, alles. Paletti. Dann haben wir hier dieses unglaublich schöne Waschbecken mit diesem hell beleuchteten Spiegel. Hallo. Nicht zu vergessen der Vergrößerungsspiegel, denn ich liebe es, mich ganz nah zu betrachten. Mach ich noch einmal diese Stimme, schmeiß ich ihn sofort.